Ja, hudi, hallo meine Lieben, der Andi von Töricht hier und heute sind wir bei einer neuen Folge von euren Cakewalk-Projekten, dieses Mal mit dem Projekt vom Robby Funky Borisch 70 oder 70 oder 70, wir sind hier in Bayern. So, und dann machen wir uns das Projekt mal auf und wir schauen uns das Ganze an. Aber bevor wir uns das Ganze angucken, da die Song, hören wir einfach mal rein. Im Pirotten und Mords, noch sehr was ist die Schiene. Schwaden drum planieren, auf dem Nockerberg spazieren. Ein Flower drum beim Sonnenbund und Kunst der Herz verlieren. Schau mal hinauf und so der Flach. Schnauf mal ein und schau, was mit mir war. Weiß ich schön, so schön, über meinen Knien. Weiß ich schön, so schön, bleiben wir stehen. Am Strauß bin ich auch. Okay, das wird zum ersten Hören mal reichen und ich mache mir so ein paar Gedanken und dann schauen wir mal, was ich so verbessern würde, was mir gut gefällt und was mir nicht so gut gefällt. Was mir beim Abspielen gleich aufgefallen ist, du fangst direkt bei Takt 1 an. Das würde ich nicht machen. Ich würde mindestens bei Takt 3 anfangen, also grundsätzlich immer einen ungeraden, aber eben ab mindestens 3. Und warum? Wenn ich bei Takt 1 mit dem Aufnehmen anfange, heißt es ja, ich habe keine Zeit, mich darauf vorzubereiten. Das heißt, drücke ich auf Aufnahme, müsste ich sofort losspielen. Selbst wenn ich hier ein Einzählen mache, das kann ich ja hier bei den Metronomeinstellungen, kann ich die Aufnahme einzählen. Wenn ich jetzt hier einen Takt drin habe, dann drücke ich die Aufnahme, macht dann 1, 2, 3, 4. Jetzt nimmt er auf. So. Das heißt, würde ich hier auch ein bisschen davor zum Spielen anfangen, kann sein, dass meine Aufnahme abgeschnitten ist. Deswegen nehmen wir mindestens an Anfang bei Takt 3, wenn nicht sogar bei Takt 5 oder noch weiter, dass ich einfach Zeit habe, mich darauf vorzubereiten. Das Projekt ist sehr schön aufgeräumt, wie es auch die Köche schon sagen, eine unordentliche Küche ist eine langsame Küche und genauso ist es auch bei hier bei so Projekten. Deswegen immer alles gleich benennen, nach Farben sortiert, macht auch total Sinn. Und du hast auch noch extra Arbeit gemacht und hast hier mit dem Arranger auch gleich mal markiert, wo sind die Strophen, wo ist der Chorus, wo ist die Bridge und wo ist das Solo. Also hier schön aufgeräumt. Ich hoffe, du machst es immer und nicht so wie ich, wie es daheim ist. Wenn ich weiß, das Kind besucht, dann wird aufgeräumt und ansonsten schaut es bei mir aus wie Sau. So, dann mal das Mischpult weg. Wie schaut es bei dir bei den Spuren auch aus? Bei den Bussen aus, auch Busse hast du angelegt, so Subgruppen, damit du im Zweifelfall schneller bearbeiten kannst und auch im Abmischen dich ein bisschen leichter tust. Hier ist der Reverb-Channel. Was hast du da für einen Reverb? Darf ich da mal gucken? Du nimmst Rematrix Solo her. Wunderbar. Der macht das mal weg. Was mir gleich aufgefallen ist, es ist bei hier, bei den Gitarren, der mal die Solo schalten, damit wir wissen, um welche Gitarren das es geht. Hier hast du ein Panning gemacht, damit die quasi auf der linken Seite und auf der rechten Seite spielen, so eine genannte Wall of Sound. Macht man bei E-Gitarren sehr gerne und macht auch einen schönen Doppelungseffekt, der schön weit in der Stereobreite ist. Hier hättest du das so gedacht, dass du jeweils das Panning 50% nach links und 50% nach rechts machst. Hier kannst du aber, das zeige ich dir jetzt einmal, wenn du hier am Panning-Regler was machst,
wird sich nicht viel verändern, außer dass der linke Kanal lauter oder leiser wird. Also solange ich hier bewege, passiert gar nichts. Und gehe ich dann auf die Seite, merkst du, das Einzige, was passiert, dass er leiser ist. Und vielleicht fällt es dir auch hier auf, du hast hier der rechte Kanal, das ist eine Stereo-Spur, der linke Kanal ist voll besetzt und hier im rechten Kanal ist gar nichts drin. Und das gehe ich davon aus, wenn ich jetzt hier die Spur auftaue, sagt man auch schon, woran das liegt. Und zwar, du hast ein Mono-Instrument, beziehungsweise du hast eine Monospur aufgenommen, hast es aber hier bei Cakewalk als Stereospur angegeben. Das heißt, der linke Kanal wurde aufgenommen und der rechte Kanal wurde leer gelassen. Hier achte also drauf, schon bei den Aufnahmen, dass du bei den Aufnahmen drauf schaust, dass du eine Monospur aufnimmst bei E-Gitarren. Eine E-Gitarre ist ja kein Stereo-Instrument, das nimmt nur Mono auf, also nimmst du es am Mono auf. Auch wenn es später dann im Stereo-Panorama sein soll, das ist ein Monogerät, also nimmst du es in Mono auf. Um das jetzt hier zu fixen, auch ganz leicht, Rechtsklick und sagen wir hier zu Mono konvertieren. Dann ist es schön in der Mitte drin und du kannst auch hier, wenn ich jetzt hier am Panning-Regler drehe, von auf ist es arschleise Aufnummer. Ja, also hier schau auch, dass du ruhig mehr Pegel hast. Bei der Aufnahme, nicht beim Saufer. Gell? Also hier beim Aufnehmen schau, dass du dann ja, maximal minus 6 dB darf auch drunter sein. Ich schaue immer, dass ich so um die minus 18 bin bei der Lautstärke. Aber hier, wenn ich jetzt Lautstärke 0 habe und spätestens einmal ja, dann sind wir bei minus 50 dB und es ist viel zu leise. Wie wir sagen, 0 dB ist die maximale Aussteuerung, minus 10 dB ist die Hälfte davor, nochmal bei minus 20 dB ist nochmal die Hälfte davor, nochmal die Hälfte bei minus 30, nochmal die Hälfte bei minus 40. Also achte hier auch auf ein ordentliches Gain Staging. Ein Video dazu habe ich ja hier. Und wenn man jetzt halt hier, ich mache das ja auch nochmal lauter, damit man es hört. Und plötzlich funktioniert es mit dem Stereo. Also nochmal kurz zusammengefasst bei dieser Rhythmusgitarre. Schau, wenn du die aufnimmst, dass du sie als Monospur aufnimmst, damit du auch später beim Panning keine Probleme hast. Außerdem achte darauf, dass du ordentliches Gain Staging hast. In dem Fall minus 50 dB ist viel, 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 viel zu leise. Spätestens, wenn du dann Effekte hinzufügst, kann es dann sein, dass das Nutzsignal genauso laut ist wie die Störsignale. Und das wollen wir ja nicht. Dann haben wir noch das nächste, das Schlagzeug. Mit dem jetzt einfach hier mal den Schlagzeugbus auf Solo stellen. Und dann hören wir da mal her. Hat schon mal sehr viel Hall. Wobei. Also mein Kontext. Geschehen, Schwabenblum planieren, auf dem Nockerberg spazieren, am Flaudruck beim Sonnenbund und Kunst der Herz verlieren. Schau mal nauf und so der Fühler. Ja, vielleicht ein bisschen weniger Hall, weil es ist dann doch schon sehr arg im Hintergrund, aber grundsätzlich ist es schon mal sehr geil eingespielt. Also der Schlagzeuger, der Philipp weiß, was er tut. Unbedingt pointen. Und wir sind natürlich hier, weil es jetzt nur eine Spur ist, sind wir natürlich nicht so flexibel, als wenn wir das dann mit zum Beispiel mehreren Spuren hätten, wo die Kick getrennt ist, wo auch die Snare getrennt ist und die Overheads und die Becken, damit ich einfach hier ein bisschen mehr Kontrolle habe und das Ganze besser in Einklang bringen kann. Was hast du EQ-mäßig gemacht? Du hast einen Kompressor drauf, den hast du... Ja gut, das ist jetzt schon eingefroren, gell? Ich tue mal das entfrosten. Ja, das ist jetzt eher sanfter Kompressor. Da könntest du vielleicht einfach ein bisschen mehr Punch machen, indem dass du extreme Einstellungen nimmst.
und damit die Drei-Wettregler. Also doch, das könntest du machen, musst du aber nicht, weil so gefällt es mir grundsätzlich schon mal ganz gut. Nehmen wir mal nur Schlagzeug und Bass als Solo. Hier beim Bass hast du bei 65 Hertz einen Cut gemacht. Es ist eine Möglichkeit, das zu trennen, weil du hast ja immer, meistens spielt immer die Kick von der Drum und der Bass. Kennt man sich immer so hier bei den tiefen Frequenzen in die Quere. Und es ist eine Möglichkeit zu sagen, okay, den Bass tue ich hier ein bisschen cutten, damit einfach die Kick ein bisschen mehr Luft hat. Grundsätzlich auch dieses Cutten bietet sich auch immer bei den Gitarren und vor allem bei den Vocals an, weil hier in dem unteren Bass- oder Subbass-Bereich gibt es einfach so viele Informationen und Energien, die wir eigentlich für zum Beispiel den Gesang gar nicht brauchen. Und da ist es grundsätzlich sinnvoll, hier einen Highpass zu machen. Dann, was ich auch ansprechen möchte, ist das Solo. So, haben wir hier für den Solo einen extra Boost? David Solo? Ist David Solo? David macht das Solo. Hören wir in David Solo rein. Nee, das ist nicht das Solo. Vielleicht sollte ich auch den Solo-Boost nehmen. Auch hier hast du dich entschieden, dass du das Ganze als Wall of Sound machst. Also hier ein Panning nach links und rechts. Okay, da haben wir sogar extrem mit 100% links und rechts. Ist ein geiler Effekt, aber das führt auch dazu, dass dein Solo so klingt, wie als wäre es nicht in der Mitte, sondern wäre außen. Und mit Doppelung hast du immer das Problem bei solchen Sachen, wenn das nicht exakt eingespielt ist, gibt es leichte Zeitunterschiede und das kann zu Phasing führen. Oder es hört sie in dem Fall, hört es sie einfach ungenau an. Wenn ich jetzt hergehe, lass uns mal ohne im Kontext laufen. Also wenn es gewollt ist, natürlich, aber ich würde jetzt hergehen, deine Song in der Ohrspur deaktivieren, tue mal die in die Mitte ein und wenn ich Stereo-Effekte möchte, kann ich das mit einem Stereo-Delay oder einem Stereo-Hall machen, dass ich da ein bisschen mehr in die Tiefe gehe. Ja, also hört sich für mich jetzt schon mal besser an, aber du hast ja auch geschrieben, das Ganze ist noch in der Entstehungsphase, by the way. Das heißt, da gibt es noch Luft nach oben. Aber grundsätzlich gefällt mir die E-Gitarre schon mal sehr gut. Ich würde sie heute als einzelne Spur machen und die Effekte dann eher dazu nutzen, dass ich da ein bisschen mehr Räumlichkeit erschaffe. So, und jetzt kommen wir natürlich zum Hauptakteur in diesem Stück, und zwar sind es die Vocals. Die Vocals sind wir hier. Da, wenn ich sehe, haben wir eine Ohrspur. Und wenn wir da mal reinhören. Sandeln in der Au, dieser Obergie. Folgt mir gleich was auf, und zwar das S-Laut gleich am Anfang bei Sandeln. Sandeln in der Au. Da ist das S, dieser Zischlaut, gefühlt fast lauter wie der Rest von den Vocals. Also hier schau auf alle Fälle, dass du die S-Laute in den Griff bringst. Die
einfachste, aber destruktivste Art wäre ein De-Esser. Ein De-Esser hat aber das Problem, dass er immer eine komplette Frequenzbearbeitung der Spur macht und somit auch den Sound an sich verändert. Wesentlich sanfter eingreifen kannst du zum Beispiel mit Melodyne, falls du da schon eine Version hast. Damit kannst du mittlerweile auch die S-Laute einzeln korrigieren und die einzeln abschwächen. Oder wenn du kein Melodyne hast, kannst du natürlich sowas dann immer extrahieren und aufteilen als einzelnen Clip und dann diesen Clip leiser machen. Wäre auch eine Möglichkeit. Problem bei diesen ganzen Sachen ist, wir fixen das nach der Aufnahme. Es wäre natürlich schon besser, wenn du diese S-Laute vorher bei der Aufnahme schon nicht so laut hast. Das kannst du auch mit verschiedensten Sachen machen. Zum einen schau mal der Mikrofonposition und nimm verschiedene Positionen auf. Vielleicht nicht einmal, wo du eine singst, sondern einfach vielleicht einmal, wo dein Mikrofon auf deine Brust gerichtet ist, so wie es hier ist. Dann hast du auch hier natürlich einen De-Esser, weil die S-Laute nicht natürlich frontal in der Mikro eingegangen. Kannst du das nicht vermeiden? Wäre auch noch eine Möglichkeit mit sowas, hier mit sowas, und zwar einen ganz einfachen Bleistift. Und ich zeig das gleich beim Battle. Klemmst du den oder klebst du den direkt an deinen Popschutz drauf und der tut diesen Luftstrom von diesen S-Lauten zumindest so ein bisschen reduzieren. Bleistift immer dabei haben. Hören wir weiter rein. Aubergee, im Biergarten am Mars, na servus ist die Schien, Schwabing drum flanieren, auf Nockerberg spazieren, am Flau drunk beim Sonnenbund, da kannst dein Herz verlieren, schau mal. Ja, auch nochmal schau, also hört man schon, der S-Laut, der klingelt bei mir direkt in den Ohren. Da schau auf alle Fälle, dass du diese Zischlaute in den Griff kriegst. Ja, auch wie hier sagt, du hast dann in der Gruppe oder im Bus hast du dann für die Vocals nur mal EQ-Bearbeitung gemacht. Und was du hier auch eben ganz wichtig ist, wie dieser High-Pass-Filter, der dir einfach dieses ganze Gerumpel und was ich was unten rausfiltert, was keine Sau braucht und bei den Vocals auch nichts verloren hat. Gut gemacht. Weil diese tiefen Frequenzen, muss man auch dazu sagen, auch wenn ihr die nicht hört bei den Aufnahmen, die werden auch durch Effekte verstärkt und auch wenn ihr sie nach den Effekten immer noch nicht hört, kann es einfach sein, dass diese tieffrequenten Energien zwar nicht hören, aber euch beim Mastering dann spätestens da so ein bisschen Steine in den Weg legt, weil da einfach Energie dabei ist, die keiner braucht, aber da ist. So grundsätzlich gefällt mir der Song also schon mal sehr gut. Die Idee ist geil. Wie du auch sagst, es ist noch in der Entstehungsphase. Das hört man teilweise auch, vor allem am Anfang bei den Muted Guitars. Da könnte ein bisschen besseres Timing schon mal sehr hilfreich sein. Vor allem, weil es im Stereo-Panorama gedoppelt ist und da hörst du jede Unsauberkeit voll richtig auf. Fasst mal so nochmal ganz kurz zusammen, was du an diesem Projekt verbessern kannst. Zum einen, fang nicht gleich bei Takt 1 an. Das macht das Einspielen einfach unnötig schwer. Die Sortierung und so kannst du dir ruhig beibehalten. Die gefällt mir sehr gut. Ja, auch das Schlagzeug ist geil aufgenommen. Könnte aber mit, indem dass du das auf mehrere Spuren machst, wesentlich flexibler sein, was auch den Abmischprozess erleichtert. Achte beim Aufnehmen der Gitarren auch, dass du die als Mono aufnimmst, damit du später beim Panning dann keine Probleme kriegst. Genauso wie bei allen anderen Sachen, die Mono sind, also wie zum Beispiel auch die Gesangsspur im Mono-Aufnehmer und dann später mit Effekten ein Stereo draus machen. Überleg dir bei der Solo-Gitarre, ob du das vielleicht doch als einzelne Spur machst und auch dann hier wieder mit Effekten für Stereo-Panorama vorsorgst, weil Doppelung ist so bei Rhythmus-Gitarren ganz geil, aber bei der Solo-Gitarre hätte ich für mich zumindest lieber, dass das Solo in der Mitte ist und nicht außen. Bei den Vocals achte vor allem darauf, dass du hier an die Esser nutzt oder schon im Vorhinein darauf achtest, dass die Zischlaute leiser sind und besser unter Kontrolle sind. Ja, lieber Robin, dann sage ich erstmal vielen lieben Dank für das Einsenden. Du kannst mir das natürlich, wenn du da mit dem Song weiter bist oder mal sagst, okay, jetzt haben wir vom Mastering, dann kannst du den gerne mal schicken, dann macht man einen Teil 2 von diesem Song. Und für alle anderen, ihr könnt mir gerne immer eure
Cakewalk-Projekte schicken. Ich höre da gern rein oder hören wir uns die zusammen an. Gebt euch da Verbesserungstipps und ich sag mal wieder vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis dahin, Bussi aufs Bauchiberli und Servus.